So, einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zur zweiten Männerakademie in diesem Semester. Ich bin froh, dass ihr da seid, dass ihr live auch hier seid und ich bin auch froh, dass ihr im Stream uns zuschaut. Schönen guten Abend. Heute Abend haben wir ein sehr spannendes Thema, was, glaube ich, die Diskussion mehr bestimmt als jedes andere. Zum schönen Titel, gerade war er noch hinter mir, LGBTIQ, what the fuck, zur aktuellen Diskussion um Sexualität, Gender und Politik. Und wir sind sehr, sehr froh, dass wir wahrscheinlich die relevante Stimme für dieses Thema, die es hier in München gibt, gewonnen haben, Paula Irene Willer-Braslawski. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und es ist ein Thema mit, ich sage es mal salopp, mit gewissen Fallstricken. Es geht sehr viel über Sprache. Sprache ist Handeln. Was für Auswirkungen das hat, das werden wir wahrscheinlich im Vortrag hören oder in der Diskussion danach gemeinsam diskutieren. Ich freue mich auf den spannenden Abend und schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und muss kurz mit der Technik noch mal gucken. Ich bin so unfähig, was nicht Mac angeht, also brauche noch mal kurz. Ups, nicht. Okay, das geht bei mir auch nicht besser. Wie kriege ich den Screen weg? Ah. Ah. Super, perfekt. So. Und F5. So. Vielen, vielen Dank auch dafür und danke sehr für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr live da seid, sind wirklich Leute hier. Es gibt echtes Publikum und auch für ein Willkommen an die Leute, die online da sind. Ja, ich möchte heute sprechen über das Wer, das Was. Also über die Frage, wer spricht, wer handelt und vor allem als wer werden Menschen, die ja angeblich universal alle gleich und so weiter sind, als wer werden Menschen wahrnehmbar im Politischen, im Kulturellen, im Ökonomischen, im Intimen, im Privaten, überhaupt als soziale Wesen. Und das ist keine Frage, die so neu ist, das ist keine Frage, die nun plötzlich über uns gekommen ist, sondern begleitet mindestens die Moderne. Ein erstes Beispiel, wie entscheidend das ist, wer als wer sozusagen jemand im politischen Raum auftaucht, ist schon mit dem Beginn dessen, was wir als politische Moderne bezeichnen, hier aufgerufen, nämlich Olympe de Gouges, die ja dachte, dass wenn es um Menschenrechte ginge, ja doch auch Frauen... Jetzt höre ich mich gerade hier nochmal doppelt, auch interessante Erfahrung. Danke. Ja, Olympe de Gouges, die dachte, dass mit der Erklärung der Menschenrechte doch wohl auch Frauen mit gemeint sein könnten, sollten, müssten und Kopf ab. Also sie ist guillotiniert worden dafür. Das ist sozusagen schon, wenn man so will, man könnte sagen, der Geburtsfehler, aber vielleicht einfach auch eine Besonderheit der Moderne, seit es sie gibt, dass gerungen wird um die Frage, wer eigentlich das Subjekt ist, das Subjekt der Menschenrechte. Wer ist der Mensch? Wer ist das Subjekt von Vernunft, das Subjekt des Politischen, das Subjekt vor allem auch eben der Rechte im gesellschaftlichen Kontext? Diese Frage ist nochmal an anderer Stelle besonders virulent geworden. Es ist immer geblieben, aber besonders eindrücklich, wenn wir ein Jahrhundert sozusagen vorspringen nach der Französischen Revolution, Sojourner Truth, Mitte des 19. Jahrhunderts in den USA, eine entlaufene, eine befreite Sklavin, die dann Predigerin wurde und die, wie hier überliefert wird, und das waren mehr oder weniger wohl tatsächlich ihre Worte, die also einer Versammlung weißer, bürgerlichen Frauen zurief, die um das Frauenwahlrecht kämpften, und ich übersetze sehr sinngemäß hier, mir hat nie jemand in eine Kutsche geholfen oder über Pfützen, niemand hat mir irgendwie den besten Platz angeboten und ain't I a woman, bin ich nicht eine Frau, schaut mich an. Und sie bringt Sojourner Truth ihre eigene wirklich auch körperliche Praxis, ihr So-Sein, ihre Lebenserfahrung, ihr Leben hier in die öffentliche Arena, um zu sagen,
bin denn nicht auch ich die Frau, die Frauenwahl, die ein Frauenwahlrecht bekommen sollte? Und ganz offensichtlich hatten damals die Kämpferinnen für das Frauenwahlrecht überhaupt nicht Frauen wie Sojourner Truth oder Menschen wie Sojourner Truth im Sinn, die eben nicht weiß, die nicht bildungsbürgerlich, die nicht europäischer Herkunft waren, sondern Sklavinnen und Nachfahren. Und auch das zeigt nochmal, dass immer schon im politischen Kampf, nicht erst heute, die Frage virulent war, wer gilt als die Adressatin, der Adressat, wer wird adressiert im politischen Raum? Und die Frage, ain't I a woman, ist eine, die insbesondere auch feministische Auseinandersetzungen bis heute begleitet, dann nochmal aufgegriffen von Bell Hooks in den 1970er Jahren in einer Textsammlung. Laverne Cox, die das nochmal aufgreift bei so einem Talk, so TED-mäßig, aber auch Monique Wittig, eine wichtige Autorin lesbischer Theory, lesbischer Existenz, die eben auch in ihrem Text The Straight Mind formuliert, logischerweise, wenn man sich anschaut, wie Weiblichkeit, wie Frausein definiert wird, nämlich insbesondere als heteronormativ sexuell, sind Lesben in diesem Sinne keine Frauen. Und sie hat daraus ganz interessanterweise durchaus eine Art Freiheitsressource gemacht oder gedacht. Das sind nur einige Schlaglichter darauf, dass die Geschichte der Moderne, also seit dem Ende des 18. Jahrhunderts, immer schon durchwirkt, durchzogen, irritiert war von der Frage, wer ist das vermeintlich Allgemeine, wer ist das vermeintlich Selbstverständliche, wer ist das vermeintliche, also normale, unmarkierte des Politischen. In Bezug auf Geschlechtlichkeit und mit LGBTIQ-Stern und so weiter ist ja die Thematik Gender, Sexualität aufgerufen, um die es ja heute wesentlich geht. Die Thematik des Geschlechts, die Frage nach dem Frausein, die Frage nach diesem weiblichen Subjekt etwa von Feminismus, von Befreiung, von Emanzipation, war insbesondere eine sehr umkämpfte Frage. Das wird vielleicht im Nachhinein etwas vergessen und da wird so getan, als sei das heute überhaupt eine neue Frage. Aber die Frage, wer denn die Frau des Subjekts des Feminismus sei, ist eine, die auch insbesondere die zweite Frauenbewegung ganz wesentlich umgetrieben und in tiefe Konflikte gestürzt hat. Sehr produktive Konflikte und das wäre schon eine Lektion und eine These, die ich mitgebracht habe, vielleicht auch für die Diskussion, dass nämlich diese Konflikte darum, wer denn die Frau ist oder der Schwule oder der Mensch oder die eines politischen Kampfs um Anerkennung und um Rechte, dass diese Auseinandersetzung nicht das Ende einer politischen Bewegung ist oder nicht ihr Verderben, sondern im Gegenteil. Eine produktive Kraft, ein produktiver Konflikt, der immer schon im Herzen des Politischen ist. Und das sage ich mit einem Seitenblick auch auf heutige Auseinandersetzungen, über die wir vielleicht noch sprechen können, um Transpositionen und Personen oder um andere, wo auch immer wieder heraufbeschworen, das Ende sozusagen emanzipatorischer Kämpfe, das Ende des Politischen, das Ende der eigentlichen Auseinandersetzung, weil da irgendwelche Namen oder Nebenschauplätze gefahren werden. Im Gegenteil, alles gut. Das tut mir leid, wenn der Ton jetzt gerade weg war. Also, wir sind Mitte des 20. Jahrhunderts oder im zweiten Drittel in den 1970er Jahren. Und wie gesagt, dafür ist es für die USA relativ eine bekannte Geschichte. Auch deswegen bekannt, weil diese Konflikte am Anfang auch des Werks von Judith Butler und anderen sehr bekannten AutorInnen stehen. Aber auch in der deutschen Frauenbewegung, in der westdeutschen mehr vielleicht noch als in der ostdeutschen, aber auch dort in der ehemaligen oder in der damaligen DDR gab es
intensive Auseinandersetzung auch darum, inwiefern lesbische Frauen, inwiefern migrantische Frauen, inwiefern jüdische Frauen, inwiefern behinderte Frauen und so weiter Teil des allgemeinen Frauseins der Frauenbewegung etwa waren, auch hierzulande. Und das hat auch zu intensiven Auseinandersetzungen geführt. Wer das nachlesen möchte, kann das an Originaldokumenten tun, in einer Quellensammlung, die ich sehr empfehlen möchte, nämlich von Ilse Lenz herausgegeben, eine große Quellensammlung zur zweiten deutschen Frauenbewegung. Ja, und heute, logischerweise und konsequenterweise, sind wir eben auch dort oder weiter in diesem Kampf, in diesen Auseinandersetzungen, wo es also zunehmend mehr Sichtbarkeit gibt, mehr Anerkennung, Fragezeichen, mehr Folklore vielleicht, auch mehr auch fundamentalistisch gewordene Kämpfe und Auseinandersetzungen um allerlei Kategorien, die ich hier etwas sozusagen zusammengestellt habe, auch in ihrer Buntheit und in ihrer Vielfalt, um auch so einen Eindruck davon auch optisch zu vermitteln. Ich finde das interessant, auch wie sozusagen die Buntheit, die Bilder, wie diese Diversity oder diese Kategorien des Geschlechtlichen und oder sexuellen, intimen, wie das inszeniert wird, auch farblich. Ja, und das ist, glaube ich, die Situation heute, in der es allerlei Kategorien, Fahnen, Farben, Symbole gibt zur Selbst- und Fremdbezeichnung. Und offensichtlich, so wird es jedenfalls geschildert, ich bin mir gar nicht so sicher, aber offensichtlich verunsichert das sehr viele Menschen. Und offensichtlich fühlen sich viele Menschen davon angenervt, abgehängt, überwältigt oder irgendwie haben großes Unbehagen damit. Ich bin mir, wie gesagt, gar nicht sicher, wie weit das verbreitet ist oder ob das nicht auch medial sehr viel mehr aufgebauscht wird, das Unbehagen, als es irgendwie ist. Aber das kann schon sein. Und im Politischen, im Medialen, im Feuilleton-Diskurs, aber auch in vielen Szenen, wird diese bunte Vielfalt der Kategorien, der Selbstbezeichnung, der Positionierung in Zusammenhang gebracht, vielfach gefeiert als manchmal und im Moment besonders intensiv verachtet, verworfen, diffamiert, kritisiert, als eine Grundverunsicherung in Bezug auf Geschlecht. Und ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele der letzten Jahre mitgebracht. Das eine oben rechts, die Genderrevolution, ist vom National Geographic, einer Zeitschrift, die ja eine sehr große Reichweite hat mit so populärwissenschaftlichen Sachthemen, die interessanterweise immer dasselbe Thema in allen Sprachen, die macht das in vielen Sprachen gleichzeitig. Ich glaube, das ist die Ausgabe Anfang 19 oder Anfang 20, ich glaube Anfang 19, bin mir nicht sicher, wo ich auch interviewt wurde für die deutsche Ausgabe. Und dort wird also postuliert die Genderrevolution. Ja, da passiert was ganz Neues, was ganz Unbekanntes, etwas wird umgestürzt, etwas Neues entsteht, wenn der Begriff Revolution ja im Raum ist. Die Zeit, das sozusagen Leitmedium, liberal-konservatives Bildungsbürgertum formulierte 2017, Entschuldigung, welches Geschlecht habe ich? Fragezeichen, über dieses Bild könnten wir einen ganzen Vortrag wahrscheinlich machen, aber ja, dass Leute sich da in ihre eigenen Genitalien schauen. Was ich aber sehr interessant finde an dem Bild, als ein Element, über das werde ich auch gleich noch weitersprechen, ist, dass diese Person sich selber auf ihre Genitalien schauen. Also sich für sich sozusagen in ihre Hose schauen, nicht sich wechselseitig beschauen beispielsweise. Also sie sind da irgendwie zusammen, aber sie beschauen sich nicht wechselseitig. Und das finde ich ganz interessant. Das verweist meines Erachtens bildlich, wenn man das dann jetzt etwas sehr ernst nimmt, auf eine bestimmte Dynamik, die wir in der Gegenwart meines Erachtens haben und die, glaube ich, für viel Unbehagen auch sorgt. Aber zunächst, das ist, glaube ich, die Situation, die wir auch alle kennen, aus Subkulturen, aus Szene, Selbstverständigungstexten, aus so mancher Serie, Sex Education, ja, oder viele andere und aus hier, okay, das gelingt noch, als andere. Und das ist eine Art von Verlust, Scheiterns, Abstiegsangst gibt, die auf so einer ästhetischen, auf einer kulturellen, auf einer Habitusebene des Essengehens, des Sich-Kleidens, des Sich-Darstellens und so weiter auch
realisiert in der Sorge, da nicht mehr cool genug zu sein, das nicht zu können. Ich glaube schon, dass es da ein Unbehagen in der Gegenwart gibt. Das muss man nicht teilen, das muss man auch nicht richtig finden. Aber ich glaube, jedenfalls ich für meinen Teil finde, dass wir das ernst nehmen können, was auch immer das dann meint. Und wir haben eine zweite Punkt hier, eine Pluralisierung, Vervielfältigung, Verflüssigung und Vielfalt, die ökonomisch und kulturell hoch relevant sind, über die Anerkennung, Rechte, Teilhabe oder auch Gewalt und oder Verwundbarkeit verteilt werden. Wer also hier sozusagen in den Hierarchien, in den Formen von Diversity, von Vielfalt an einer schlechteren Stelle sozusagen steht, hat grundsätzlich schlechtere Teilhabe, Anerkennungschancen und ist womöglich auch eher von Gewalt bedroht als andere. Ja, der schwule, weiße, gebildete Manager in London ist vielleicht mehr Very Deutsche der Deutschen Bank als die queere, indigene Single Mom in Chile. Die ist nicht so sehr Diversity, ist Very Deutsche. Ja? Und da hängen sozusagen Lebenschancen, Gewaltpotenziale, Abstiegsformen und so weiter dran. Das bedeutet nochmal allgemein gesprochen, zunächst mal weit über Geschlechtlichkeit und diese Aspekte hinaus, generell für uns alle, auf allen Ebenen, das würde ich schon so stark sagen, dass derzeit für uns alle die Selbstgestaltung im Sinne dieser Diversity-Kategorien ein legitimer oder gar erwarteter, geforderter Teil unserer Lebensführung ist. Dass wir uns selber immer autonom selbst gestalten, dass wir uns unsere eigenen Pronomen geben, dass wir sagen, ich bin dies oder ich bin das in sexueller Beispielhinsicht, dass wir unsere Essens sozusagen Gewohnheiten selber gestalten und um uns diese kümmern, unsere Küche einrichten und auch unser Leben insgesamt als autonome, möglichst souveräne Wesen führen. Das ist Teil der richtigen, guten, angemessenen, erwarteten, geforderten Lebensführung. In dieser Hinsicht ist Optimierung auch Teil unserer Gegenwart. Ein sozialer Imperativ, fit zu sein, gesund zu sein, den richtigen Körper zu haben, den bestmöglichen Sex, den bestmöglichen Schlaf, die bestmögliche Ernährung, die bestmögliche Quality Time, die bestmögliche Partnerschaft, die bestmögliche Kleidung, den bestmöglichen Urlaub und so weiter. Also Optimierung als Teil einer zeitgenössischen, eines guten Bürgers, einer guten Bürgerin. Und dazu gehört wiederum auch die Selbstgestaltung auch in geschlechtlicher Hinsicht. Das würde ich schon sagen. Was dabei aus dem Blick gerät, und das ist auch womöglich mehr ein Thema für die Diskussion, ich werde das jetzt nicht so sehr vertiefen, aber das ist das, was ich meinte in Bezug auf das Bild mit den zwei Personen, die sich selber sozusagen, die auf sich selber gucken, um nach ihrem Geschlecht zu forschen in der Hose oder sonst wo. Was dabei aus dem Blick gerät in vielen Bereichen unserer Gegenwart, nicht nur in Bezug auf Geschlecht, ist das So-Sein, ob ich eine gute Mutter, Freundin, Partnerin, Professorin, Sportlerin, Mensch, wie auch immer bin und wie ich das bin, hat immer unausweichlich zu tun mit der sozusagen Interaktion mit anderen, mit der Gesellschaft, mit konkreten Menschen. Wenn Sie meinen, dass mein Vortrag nicht gut war heute, dann ist er nicht gut. Dann bin ich hier gescheitert, zum Beispiel. Genauso mit geschlechtlichen Performances und mit vielem anderen. Ja, zu sozusagen dem So-Sein von Menschen gehört immer die Anerkennung oder die eben Nicht-Anerkennung, das sich spiegeln, die Resonanz, die Auseinandersetzung mit anderen Menschen. Wir sind angewiesen. Und wir sind darin hoch verwundbar und abhängig. Wir sind angewiesen auf sozusagen die Reaktionen, auf die Resonanz, auf den Umgang mit anderen. Niemand ist weder ein Geschlecht noch eine Identität, whatever that is. Niemand ist irgendwas für sich alleine. Das ist ein für uns wirklich unnatürlicher, unmenschlicher Zustand. Aber uns wird suggeriert, und das ist die Hyperindividualisierung unserer Gegenwart, uns wird suggeriert, dass wir das alles aus uns selber schöpfen. Wie gesagt, das gute Subjekt, der gute Mensch, die gute Staatsbürgerin ist diejenige, die sich selber optimiert und sich selber gestaltet. Das kommt
Und das ist die Kehrseite gewissermaßen dieser durchaus kritisch zu sehenden Medaille. Und darüber will ich gleich ein bisschen sprechen. Das kommt historisch aus überaus erfolgreichen, emanzipatorischen Befreiungs-, Anerkennungskämpfen eben der Geschichte in der Moderne. Also diese Form der Selbstverfügung, der Selbstoptimierung, des sich selber schön und stark und mutig und gut und erfolgreich geschlechtlich Machens, ist nicht nur ein sozusagen Problem, weil wir die Anerkennung der anderen aus dem Blick verlieren, sondern auch etwas, was gar nicht hoch genug geschätzt werden kann. Sich selber in der Hand zu haben, sich selber zu gestalten, ist ein, es gibt nichts, was sozusagen mehr Freiheit meinen würde in der Moderne. Sie kennen Kant, der gesagt hat, ja, Mündigkeit und Aufklärung ist, den eigenen Verstand sich zu bedienen, den Mut zu haben, sich den eigenen Verstandes zu bedienen. Ich würde sagen, ja, und dazu gehört auch eine somatische Seite, wir nennen das die Biopolitik der Moderne, das Recht, über den eigenen Körper zu verfügen, das Recht, unversehrt zu bleiben, das Recht, nicht durch Gewalt behelligt zu werden, nicht ausgestoßen, nicht entrechtet, nicht beschämt, nicht gedemütigt, nicht exkludiert, nicht umgebracht zu werden. Das ist auch ein wesentlicher Teil des Menschseins in der Moderne. Und dieses Recht auf individuelle Selbstverfügung ist in der Geschichte der Moderne zunächst nur einer ganz kleinen Gruppe gegeben. Und der Kampf aller sozialen Bewegungen in der Moderne besteht auch und wesentlich darin, diese Subjektzone auszuweiten. Für immer mehr Gruppen, die bis dahin nicht ganz so menschlich waren wie der bürgerliche, weiße, cis-hetero, bildungsbürgerliche Mann aus Europa. Für andere Gruppen, die nicht ganz so menschlich waren, Frauen, Kinder, sogenannte Perverse, Wilde, Schwarze, Sklaven, Hottentotten, Gefängnisinsassen und so weiter und so viele, viele, viele fort, quasi alle anderen. Diese anderen kämpfen in der Moderne historisch darum, auch ein Subjekt von Gewicht, mit Butler gesprochen zu sein, auch über sich verfügen zu können, sich selber in die Hand nehmen zu können. Und deswegen ist das hier eine unauflöslich, unausweichlich ambivalente Situation, in der wir sind. Diese Selbstgestaltung, die ein Zwang ist, die einen Optimierungsdruck generiert, die auch viele abzuhängen droht, die da nicht mitkommen, die nicht so fit und geil aussehen oder nicht so geschlechtlich souverän sich gestalten, die nicht so erfolgreich ihr Leben führen können aus vielen strukturellen oder sonstigen Gründen. Es ist aber auch Ausdruck einer wirklich hart, mit viel Leid, mit viel Tod, mit viel Gewalt erkämpften Befreiung und Ermöglichung von Gruppen, dass nun auch Frauen, dass nun auch junge Erwachsene, dass nun auch Schwarze, dass nun Queers und Schwule und schwarze Menschen und viele anderen auch als Menschen gelten. Mehr oder weniger, je nachdem, wo man ist. Aber doch deutlich mehr als etwa im 19. Jahrhundert. Und das ist nach wie vor ein ganz zentrales Thema. Ja, in der Covid-Situation haben wir das wieder gesehen. Manche Körper, manches Leben, manche Menschen zählen deutlich mehr als andere. Und die strukturelle Verwundbarkeit, wessen Leben wie viel wert ist, ist weiterhin ein zentrales Motiv sozusagen, ein zentrales Problem auch globaler Ungerechtigkeit. Kurzum, diese Selbstoptimierungsform, diese sich selber in die Hand nehmen, ist ambivalent. Sie bedeutet immer auch einen Gewinn an Freiheit, zumindest potenziell und prinzipiell, ist aber immer auch Ausdruck von Unterwerfung an herrschende Normen, an bestimmte Ästhetiken, an bestimmte Optimierungsvorgaben, an die gesellschaftliche Norm, fit, frei, schön und cool zu sein oder was auch immer. Und das ist nicht nur lustig, aber das ist auch vielleicht nicht immer nur schlimm. Wir haben es zu tun mit Zumutungen und Ermöglichungen gleichzeitig und gleichermaßen oder auch mit Formen, die populär emanzipatorisch sind oder eben elitär herrschaftsförmig. Und ich könnte Ihnen das lange ausführen am Beispiel von Michelle Obama und ihren Oberarmen, die sich damit, ja, das ist so lustig wie wirklich weitreichend, die sozusagen über eine bestimmte Form von Fitness sich einen Platz geschaffen hat, der für sie eigentlich gar nicht vorgesehen war. Einen unmöglichen Platz. Eine schwarze, eine afroamerikanische First Lady, das hat es nie gegeben. Dieser Raum, dieser politische, ist so weiß.
und so elitär und so waspy, Michelle Obama, und das kann man nachvollziehen an der Berichterstattung, darf da eigentlich gar nicht sein. Und sie hat das navigiert, indem sie sich, meine These, solche Arme sozusagen nicht nur zugelegt hat, aber sie auch sehr inszeniert hat als Yes, I can und ich individuell and you can too, if you just try hard enough. Ja, und das ist die ambivalente Story der Gegenwart, in der, wie gesagt, auch die Freiheitsgewinne drin sind. Und die kann man gar nicht überschätzen sozusagen, die in Michelle Obama, wenn man so will, eingelagert oder ja, die sie auch ermöglichen, ja, 100 Jahre zuvor, Sklaverei in den USA. Also wir haben es mit einer unausweichlich ambivalenten Situation zu tun, in der eben die souveräne Selbstgestaltung ein ganz wesentlicher Teil des guten Subjektseins in der Gegenwart ist, die aber auch immer einhergeht damit, mit Problemen und Unterwerfungsformen, die eben, glaube ich, auch für viel Unbehagen, für eine bestimmte Angst, für eine bestimmte Anxiety, ja, bestimmte Sorge vielleicht auch sorgen. Kurzum, das Wer, das Was, wer sozusagen kann sich hier so als das gute Subjekt machen und zeigen und wer wird auch als solches anerkannt, ist eine eminent wichtige und immanent immer verhandelte Frage des Politischen. Und ich werde ganz kurz nur auf ein paar historische Aspekte verweisen, die Sie vielleicht schon kennen. Wir haben uns jedenfalls gerade schon ein bisschen darüber unterhalten im Vorfeld, aber ich weiß nicht, wie sehr das bekannt ist. Die Geschichte etwa von Gay Liberation, die anfängt mit der sehr frühen homophilen Bewegung, der sogenannten, den 1940ern tatsächlich schon in den USA, auch im Kontext von McCarthyismus begleitet. Oder auch, also und dabei auch The Letter, die große, wichtige, ich glaube auch erste lesbische Zeitschrift in den USA. Hier eine Ausgabe von 1957. In diesen Zeitschriften, in diesen Kontexten wird permanent die Frage verhandelt, die wir weiterhin verhandeln immer wieder. Nämlich als wer werden wir oder wird das Wir einer bestimmten politischen Mobilisierung sichtbar, was ich eingangs schon erwähnte. Also die homophilen Bewegungen, die frühe Pre-Stonewall, die Gay Liberation Movement und so weiter, die immer wieder mindestens zwei Stränge hat. Nämlich das eine, wir sind genauso Menschen wie alle anderen auch und genau als solche wollen wir in dieser Normalität anerkannt werden und geschätzt und gewürdigt werden, versus, etwas zugespitzt, wir sind ganz anders als alle anderen. Und genau in der Differenz und in der Verschiedenheit wollen wir anerkannt werden, wollen wir Rechte haben, wollen wir frei von Gewalt und Beschämung leben. Und das wird manchmal hier ein bisschen auf die Schippe genommen. Das ist, finde ich, ein ganz nettes Meme. We're just like you, sexist, racist, classist. Aus der sozusagen schwulen Bewegung, also eine Art selbstironisch oder ja, Auseinandersetzung da drin. Und im Moment auch im Kontext des der Transrechte, Transgender-Mobilisierung, auch da immer wieder die Frage, wir sind ein Geschlecht wie jedes andere auch und wollen genau darin anerkannt werden als Transfrau, als Frau versus oder die Frage, wir sind eine spezifische Form, geschlechtlich zu sein als Transmenschen. Und genau in dieser Spezifizität, in diesem spezifischen Form müssen und wollen und haben wir ein Recht darauf, anerkannt und frei von Gewalt und Beschämung zu leben. Also wir haben weiterhin diese Auseinandersetzung und darin sind diese ganzen Kategorien, um die es gerade geht, eminent wichtig. Nämlich als wer bezeichnen wir? Sind das sozusagen, sind Schwule ganz normale Menschen und damit ist gut? Oder ist es wichtig, sich als schwul, als queer, als dies oder das zu bezeichnen, um die Differenz im Normalen sichtbar zu machen? Denn im Kern geht es auch darum, zu zeigen in politischen Auseinandersetzungen, dass diese Idee vom Normalen, vom Eigentlichen, vom normalen, richtigen So-Sein Menschen, dass diese Idee immer schon eine herrschaftsförmige, hochprekäre Fantasie war. Dass im Herzen sozusagen des Vernunftsubjekts, der Moderne, des Menschen im Allgemeinen, des Staatsbürger immer schon eine unausweichliche, unauslöschliche Vielfalt immer schon gewesen ist. Mit Hannah Arendt gesprochen, Menschen gibt es nur im Plural. Und die Idee, der Mensch, wo eigentlich alle gleich sind, das ist womöglich eine sehr problematische Abstraktion von der realen Vielfalt der Menschen
Und die Frage politisch ist ja immer wieder, wie ist diese Differenz beschaffen und wie kann sie geschützt, anerkannt, wertgeschätzt werden? Oder ist gerade diese Differenz gar nicht so wichtig, wie ja vielfache VertreterInnen von Identity Politics meinen? Und das ist die Situation, in der wir heute sind, die als Identity Politics bezeichnet wird und die mit diesen vielen Akronymen und so weiter einhergeht, von der viele meinen, das sei eigentlich gar nicht eigentliche richtige Politik, sondern linke Bubbles, Wokistan oder wer auch immer, ergeht sich sozusagen in der reinen Selbstdistinktion gegenüber anderen, um sich noch woker zu machen, zu sagen, ich bin noch mal anders als du und ich kenne noch einen korrekteren sprachlichen Ausdruck für eine noch spezifischere Identity. Ich würde auch gerne dritte These vielleicht oder bei vielen weiß ich nicht, mit Ihnen auch diskutieren, was Sie oder fragen auch, was Sie und was ihr vom Begriff der Identity meint. Ich versuche ihn immer zu vermeiden, weil ich keine Ahnung habe, was das sein soll. Das meine ich wirklich ernsthaft. Ich glaube auch, ehrlich gesagt, niemand weiß, was er, sie, wir jeweils für eine Identität haben. Ich glaube, nichts ist unbekannt wie wir uns selber und das ist hoffentlich auch gut so. Aber vieles wird ja als Identity Politics bezeichnet, weil wir im Moment aus, ich finde, guten Gründen in zum Teil sehr problematischer Art und Weise eben über das Wer des Politischen so intensiv sprechen, weil es eben endlich, viele wissen das ja nicht, nach Jahrzehnten intensivsten Auseinandersetzungen, beispielsweise im Kontext von Transaktivismus, endlich sozusagen Sichtbarkeiten haben für Lebensweisen, für Erfahrungen, für Praxen, für Formen, die lange strukturell verunsichtbart, ausgeschlossen, abgewertet, beschämt, geclosetet wurde. Und wer kennt das nicht, wenn man sich auch nur ein bisschen sozusagen abseits des vermeintlich normalen, also des heteronormativen, wie auch immer, bewegt. Und Identity Politics meint, glaube ich, die Politisierung von sozialen Positionen, die Politisierung von Positionen im sozialen Raum, entlang derer wir angeordnet werden, die immer sehr komplex sind, geschlechtlich, vom Milieu her, Schicht, Klasse, ethnisch oder rassifiziert, Alter, Sexualität, falls es sowas gibt, oder ich weiß nicht, sexuell irgendwas und so weiter. Also sozusagen diese Positionierung im sozialen Raum, daraus politisch etwas zu machen, zu sagen, ich als Jüdin, ich als queere Person, ich als Professorin, ich als Münchner, ich als Deutscher oder als Bayer oder whatever, dieses Ich als, das in den politischen Raum zu bringen. Das ist das, was, glaube ich, als Identity Politics bezeichnet wird. Und das ist tatsächlich eine ganz wichtige und ein ganz zentrales Element. Und was wir im Moment haben, also des Politischen, und was wir im Moment haben, ist eine sehr intensive Abwehr dieser Formen, weil viele Menschen meinen, das sei nun was ganz Neues, dass das Eigentliche des Politischen und das Eigentliche des Was zerstöre. Mariam Lau, eine Journalistin in der Zeit, hat im letzten Jahr oder vorletzten, ich weiß nicht mehr, einen Artikel geschrieben, wo sie sich damit auseinandersetzt und formuliert, jetzt können wir gar nicht mehr miteinander sprechen, denn es zählt nur noch das Wer und nicht das Was. Und dann muss man ja zurückfragen, für wen gilt eigentlich dieses Privileg, so zu leben, das zu glauben, dass nur das Was zählt und nicht sofort, wenn man einen Raum betritt, angesprochen, angesehen, gefragt, delegitimiert oder komisch so romantisiert zu werden als die Ausländerin und Villa, oh, was ein cooler Name oder irgendwas, ja, und sozusagen den Mund aufzumachen und als Bayerin erkannt zu werden oder was auch immer. Also anders gesagt, das Wer des Politischen war immer schon relevant. Aber manche merken das heute erst und merken auch darin, dass sie selber ein spezifisches Wer sind, die berühmten alten weißen Männer. Und wir haben aber, das ist für jetzt nicht so zentral, eine auch wissenschaftliche Auseinandersetzung, den Begriff will ich nur kurz erwähnen, Intersektionalität. Wir haben eine intensive Auseinandersetzung darum, welche Art von Differenzen politisch wie tatsächlich relevant sind. Alter, Region, Ethnizität, Sexualität, Geschlechtlichkeit, was davon ist eigentlich wo, wie, für wen wichtig?
Und wir entdecken das gerade erst. Und damit meine ich wir hier in der Bundesrepublik. Dieses Land glaubt ja immer noch, es sei kein Einwanderungsland. Dieses Land glaubt ja immer noch, es gäbe keinen strukturellen Rassismus. Dieses Land glaubt ja immer noch, Heteronormativität sei irgendwas für woke Amis oder was weiß ich. Aber nicht hier. Also ja, dieses Land hier, auch diese politische Öffentlichkeit, entdeckt sich ja gerade erst in ihrer internen Vielfalt, die immer schon da war, aber eben auch stillgestellt, verunsichtbart wurde. Und deswegen führen wir nicht nur diese politischen Auseinandersetzungen, sondern auch in der Forschung führen wir fort, was schon lange die Frage ist, which differences make a difference? Für wen in welchem Kontext? Und das ist eine empirisch interessante und offenere Frage, als vielfach angenommen wird. Ich möchte in dem Zusammenhang, und ich komme langsam zum Schluss, eine weitere These formulieren, die mir sehr wichtig ist an der Stelle. Wenn wir jetzt hier beispielsweise im politischen Raum, das war nach der Abwahl von Trump und der Wahl von Biden, Harris, also Kamala Harris als Vizepräsidentin, wurde viel in den Medien kommentiert, dass Kamala Harris, the first black South Asian Vice President, the first female, first black, first Asian American und so weiter, das wurde sehr betont. Und das ist der Lauf der Politik und das ist interessant. Und wie gesagt, aus den hoffentlich gezeigten, erwähnten, dargelegten Gründen ja auch nachvollziehbar. Was aber auch in diesem Diskurs, wie in vielen anderen Stellen deutlich wird, ist eine Problematik, die ich als positionalen Fundamentalismus beschreibe. Und das heißt, es wird erwartet, dass insofern Kamala Harris das ist, ist es auch ihr Denken, ist es auch ihre Politik, ist es auch ihre Haltung zu politischen Fragen, sind es ihre Gedanken. Und das halte ich für ein hochproblematisches Gleichsetzen von sozialer Position einerseits oder sozialer Positionierung einerseits und inhaltlichen Positionen andererseits. Und das gibt es tatsächlich. Und da glaube ich, das ist das, was viele für ein Woke-Ding halten, zu sagen, wer schwul ist, denkt auch schwul. Wer Frau ist, agiert auch weiblich. Wer Professorin ist, denkt immer professoral. Wer weiß ist, sieht die Welt und denkt die Welt nur weiß. Also die Synonymisierung, die gleich sozusagen, nein, ich sag's nicht, also die Gleichsetzung, die allzu enge Kopplung von sozialer Position einerseits und inhaltlichen Positionen andererseits, das bezeichne ich als positionalen Fundamentalismus. Und das ist etwas, was in diesen Identity Politics durchaus vorkommt. Das ist auch etwas, was in Akademia durchaus manchmal vorkommt. Du als weiße Frau hast keine Ahnung und kannst dazu nichts sagen, kannst dazu nichts forschen, kannst dazu nichts wissen. Ich halte das einerseits für falsch, aber andererseits auch für richtig. Und ich komme damit zum Schluss. Ich springe auch über die ganze Trans-Thematik hinüber, weg, damit wir jetzt in die Diskussion auch gleich kommen können. Ich glaube, das ist insofern falsch, als niemand eine wandelnde Verkörperung sozialer Differenzen und Positionen ist. Niemand verkörpert das L, das G, das B, das T, das I, das Sternchen in diesen Akronymen. Niemand. Gleichzeitig sind wir alle massiv und ganz wesentlich geprägt, bedingt, hervorgebracht, durchwoben, durchzogen, bezogen auf das L, das G, das B, das I, das T, das Sternchen in diesen Akronymen. Wir sind nicht völlig unabhängig davon. Wir haben das nicht selber allein komplett in der Hand, wo wir sagen, ich bin heute dies und morgen das oder so. Aber wir sind auch nicht durch diese sozialen Positionierungen determiniert. Wir sind nicht total von ihnen geprägt. Wir sind nicht eins zu eins die Verkörperung einer solchen Position. Und in diesem Sinne halte ich diese Art von Rede, die sagt, du als weiße Professorin, hey Villa, du kannst überhaupt nicht forschen zu Trans, zur schwarzen Erfahrung, zum Settler Colonialism in den USA oder irgendwas, weil das ist nicht deine Erfahrung, das stimmt. Es ist nicht meine Erfahrung und es gibt sehr viele Erfahrungen, die nicht meine sind. Und ich glaube, wir kommen historisch aus Situationen, in denen sich bestimmte Eliten
es sich oder bestimmte Positionen es viel zu einfach machen konnten, zu sagen, aber ich weiß trotzdem Bescheid, ich brauche das alles nicht kennen, weil ich kenne das ja, weil ich bin ja der Mensch im Allgemeinen oder die Wissenschaftlerin oder so. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, eben zuzuhören, auch den Mund zu halten, zu sagen, okay, dann höre ich, was die Erfahrungen, was die Wirklichkeiten, was die Lebenswelt, was die Situation ist für Gruppen, für Positionen, für Wirklichkeiten, die ich nicht kenne. Das ist im Übrigen die ganze Geschichte der feministischen sozusagen Prägung, der feministischen Erfolge, etwa auch in der Wissenschaft. Dass gesagt wurde, ihr müsst uns zuhören. Wenn ihr meint, dass Arbeit mit Marx und all den coolen Jungs nur die ist, die über den Markt verkauft wird und Mehrwert generiert, dann erzählen wir euch mal was ganz anderes. Arbeit ist auch Care, ist die Sorge, ist im Haushalt, ist die Hausarbeit und so weiter. Ja? Also auch inhaltlich. Das heißt, das Zuhören und nur das Zuhören kann uns neue Einsichten, Neues zeigen, was wir tatsächlich womöglich oft noch nicht kennen. Aber wenn wir es kennen und wenn wir zuhören, gibt es andererseits keinen Grund, sich nicht auch aktiv, engagiert, klar an Gesprächen, an der Forschung, an Auseinandersetzungen zu beteiligen. Und sehr wohl kann ich diskutieren mit, ob Menschen, die trans sind, die schwarz sind, die ganz jung oder ganz alt sind, was ja nicht heißt, dass ich genauso sein muss, um überhaupt eine Erfahrung zu verstehen. Ich glaube tatsächlich, das ist die ganz hohe Kunst, in der wir auch politisch im Moment gefordert sind, nämlich gleichzeitig die Richtigkeit dieser Argumente zu sehen, dass wir vieles nicht kennen, nicht wissen können und dass das wirklich immanent politisch ist. Und aber gleichzeitig sehr wohl miteinander sprechen, einander zuhören, miteinander umgehen müssen. Und zwar alle miteinander, weil wir auch alle die Fähigkeit haben, hoffentlich unsere eigene sehr beschränkte, partikulare, kleine Welt, so kosmopolitisch wie wir Stäbchen auch essen mögen. Unsere Welt ist immer sehr klein im Vergleich zu der Welt, wie sie insgesamt ist. Und dass wir diese eigene Welt, diese kleine, auch transzendieren können und ernst genommen werden können, auch in Themen und auch in Kontexten, die wir selber so unmittelbar vielleicht nicht kennen. Ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, Ambivalenzen und Unklarheiten auszuhalten, nicht vereindeutigen zu wollen. Das ist das Übel, mit dem wir diskursiv und politisch gerade sehr umgehen, dass es ganz starke Fundamentalismen gibt. Bist du nicht mit mir, bist du gegen mich. Und hast du Unbehagen an Transdiskurse, bist du maximal turfig und ich gebe dir auf die Fresse und so weiter. Also sozusagen wirklich unglaubliche Entweder-oder fundamentalistische Diskurse, die Ambivalenzen nicht anerkennen, die uns alle ausmachen. Und vielleicht ist das der Grund, dass wir an uns selber die Ambivalenzen und die Uneindeutigkeiten im Moment schwer aushalten können, weil wir alle so super optimiert und so super verfügbar und so super klar und so super gestaltet und so super wohlgeformt sein sollen und auch möchten, weil das marktwert ist. Nicht, weil wir so bekloppt sind, sondern weil wirklich davon unsere Chancen auf Arbeitsmärkten, auf Bekanntschaftsmärkten, auf Fitnessmärkten, auf Cruisingmärkten, auf wo auch immer sozusagen abhängen. Trotzdem wäre es, glaube ich, sehr hilfreich für uns alle, wenn wir auch diese Ambivalenzen, wie gesagt, und Unklarheiten aushalten, wertschätzen, als normal anerkennen könnten und darin auch bestimmte Dogmatismen, die mit diesen Labels einhergehen, auch vermeiden könnten und sagen könnten, Sachen können gleichzeitig etwas richtig, etwas falsch sein und da auch sozusagen Fundamentalismen zurückweisen. Ich glaube, es wäre auch politisch für uns sehr wichtig, bestimmte Unbehagen ernst zu nehmen. Das Unbehagen mancher Menschen, und das ist nicht nur rechts, links, das ist nicht nur oben, unten, das ist nicht nur Ost, West oder so. Das Unbehagen vieler Menschen ernst zu nehmen, die sich von diesen Vielfaltsdiskursen, von Diversity, von diesen Kontingenzversiertheiten, ich weiß nicht, ob bedroht, aber verunsichert vielleicht fühlen. Das Gefühl haben, sie kommen da nicht mit, sie wissen nicht, wie das geht, sie können nicht so cool und savvy sein und sind immer ein bisschen zu spät und immer ein bisschen zu tollpatschig. Und ich glaube, dieses Unbehagen gilt es ernst zu nehmen, sonst fliegt uns das politisch extrem um die Ohren. Was nicht heißt, mit allen Friede, Freude, Eierkuchen lieb zu machen und Pfefferminztee zu trinken, sondern wirklich auch sehr klare Ansagen, auch in inhaltlicher Hinsicht zu machen und deutlich zu machen. Und ich finde, dass bei diesem Trans-Thema im Moment enorm wichtig, auch hierzulande gerade, deutlich zu machen, aus was für einer Geschichte, in was für
sozusagen Gewalt, Missachtung, Beschämung, Verstümmelung, sozusagen diese Kämpfe auch eingewoben sind, wie sehr sie wirklich getränkt sind mit unglaublich gewaltvollen Geschichten. Ja, und das sozusagen, dass es da um viel mehr geht, als nur um irgendwie woke sein oder so. Ja, und das muss man wirklich auch sehr deutlich sagen, dass wir es hier immer wieder auch mit Dynamiken zu tun haben, bei denen es um Leben und Überleben geht. Vielen Dank. Soll ich hier bleiben? Moment. Ich bleib hier. Kleine Umbaupause. Ach so, nein. Ja. Nach dem Glühwein ist es bequemer. Danke. Sehr schön. Ja. Vielen Dank für den spannenden Vortrag. Und ich hoffe, dass das einige Aufschlagmöglichkeiten für eine spannende Diskussion gibt. Ich sitze so ein bisschen strange mit dem Laptop da, weil ich einen Blick habe auf die Kommentarspalte in Facebook, ob sich da jemand an der Diskussion beteiligen möchte. Aber erstmal vielleicht ins Publikum, ob es jetzt schon mal im Anschluss an den Vortrag Kommentare, Fragen gibt. Sonst fange ich einfach mal an. Also am Schluss der Hinweis, dass es natürlich wünschenswert wäre, die Diskussion oder den Diskurs zu deeskalieren, ist ja schön, nur ja, nicht so einfach. Und es gibt ja so in letzter Zeit so verschiedene Erlebnisse, wie zum Beispiel nach der Amtseinführung von Biden und Harris. Es gab eine junge Frau, Amanda Gorman, die ein Gedicht vorgetragen hat, The Hill We Climb. Und es gab dann in Deutschland eine sehr hart geführte Diskussion, ob das ein weißer Übersetzer oder eine weiße Übersetzerin übersetzen darf. Und man entschied sich, nein, das darf nicht sein. Es muss mindestens ein schwarzer Übersetzer dabei sein. Und es wurde sehr unversöhnlich diskutiert. Und das ist so ein bisschen dieses Beispiel, was Sie gebracht haben. Nur sozusagen eine Person, die maximale Ähnlichkeit zu einer anderen hat, kann ein Verständnis sein, ja, oder kann ein Sprachrohr sein. Ja. Auch das ist ja immer interessant, wie diese Diskussion dargestellt wird, nämlich so. Und das ist ziemlich abgeschnitten von dem ganzen Kontext, aus dem diese Diskussion kommt und wie die Diskussion auch geführt wurde. Diese Diskussion war meines Erachtens gar nicht wesentlich und schon gar nicht die Frage darf und soll und muss, sondern wie problematisch ist es, dass auch auf dem Markt und im Jobmarkt der Übersetzung, der sehr prekär ist, der sehr umkämpft ist, wo Leute wirklich wenig verdienen und wo auch gilt, auch das ist ein rassifizierter sozusagen oder mit Race auch verbundener Markt, wo weiße Menschen in Holland, in Deutschland grundsätzlich bessere Chancen haben, wäre es da nicht sinnvoll, wenn ausgerechnet bei dem Thema, bei dieser Person, man nicht nur irgendwie symbolisch sagt, oh, Amanda Gorman, toll, sondern auch sagt, hier, das ist uns auch Geld wert, dass die Person, um die es geht, dass die Kämpfe, um die es in diesem Gedicht geht, dass die Politik sozusagen auch ernst genommen wird, die in diesem Text verhandelt wird. Und wir sagen, wir versuchen wirklich eine schwarze Person, eine Person, die strukturell benachteiligt ist, auf diesen Markt zu kriegen. Und das haben nicht nur irgendwelche Ominösen da oben gesagt, ihr dürft nicht, sondern das war eigentlich das Gespräch zwischen den an den Übersetzungen Beteiligten. So in Holland, die zunächst auserkorene Übersetzerin, die gesagt hat, ich lasse das mal, ich finde, diesen Job sollte wirklich jemand anders machen, weil das ist doch, wie verlogen ist das, wenn wir einerseits dieses Gedicht so abfeiern, aber uns das nicht wert ist, mal wirklich genauer hinzuschauen, dass wir auch die Menschen, um die es da geht, auch sozusagen möglichst Geld geben, eine Chance, eine Sichtbarkeit zur Übersetzung. Also insofern ist es nicht die ganze Wahrheit. Und das meine ich mit Zuhören. Das meine ich mit genau hinschauen. Wie werden diese Diskussionen tatsächlich geführt, nicht nur in der Wahrnehmung der NZZ und der FAZ? Ich meine, der zweite Diskurs wäre natürlich der wesentlich wichtigere. Aber die Frage ist ja, warum radikalisiert die das immer so schnell? Und vielleicht jetzt noch einen Schritt zu dem Thema, was Sie dann leider übersprungen haben, so ein bisschen, aber das kommt, da kommen wir jetzt natürlich so ein bisschen drauf, ist natürlich so die Phänomene, die um das Thema Trans sich ranken, das ja auch mit so bestimmten Enttäuschungen verbunden ist. Also es gab ja dann irgendwie in meiner Seele immer so Klarheiten bei bestimmten Themen. Gibt es, ich sage es mal ganz schlicht, so
die Guten, und das sind also alle LGBTIQ, das sind die Guten. Jetzt gibt es eine Diskussion um das Thema Trans, wo ich manche lesbischen Initiativen in ihrer Haltung schwierig finde. Also wir fanden ja G schon immer dubios. Aber und ja, und also da frage ich mich, ich habe wirklich Schwierigkeiten, das wirklich zu beurteilen, wie, also was die Frauen wirklich umdringt, was das so unversöhnlich macht und vor allem, was es auch so unglaublich aggressiv macht. Ja, ja, ich finde es wirklich auch nicht leicht zu beantworten. Ich weiß auch, also ich finde diesen Kontext UK wirklich auch bizarr fundamentalisiert auch. Das, insofern kann ich der Ratlosigkeit da auch echt nur zustimmen. Geht mir auch vielfach so. Also ich meine, andererseits grundsätzlich, dass, wenn man in die Geschichte schaut, ist es ja immer wieder bemerkenswert und doch einfach klar, dass die Infragestellung von, sagen wir mal, einer bestimmten Form von Eigentlichkeit von Geschlecht, als nämlich natürlich, unverfügbar, so seiend, gegeben, jenseits unserer sozusagen Gestaltbarkeit, die Infragestellung dieser Form immer schon für massive Unruhe, um es mal freundlich zu sagen, oder auch Moral Panics gesorgt hat, weil, und das ist wiederum nicht erstaunlich, tatsächlich, wir, sagen wir mal, in der bürgerlichen Moderne eine Sozialordnung haben, die sehr stark aufruht auf Ideen von Geschlecht als eigentlich von Natur aus. Ja, alles Mögliche ist individuell machbar. Das ist ja das Credo der Moderne. Ja, mach aus dir, was du sollst und was du kannst und was du musst und sei besonders erfolgreich darin. Aber bei Geschlecht bitte nicht. Bei Geschlecht ist klar, wie Max Planck sagte, der Beruf der Frau ist Hausfrau. Über Männer wurde nicht gesprochen, weil das sind ja die Allgemeinen. Und jetzt sozusagen jede Thematisierung von Männlichkeit ist deswegen auch immer gleich schon Krise, weil unerhört. Aber die Verbindung der Idee Geschlechtlichkeit in ihrer binären, heteronormativen Form ist von Natur aus so. Diese Infragestellung führt in der Geschichte immer wieder zu extremer sozialer Unruhe. Und das ist das, was in Großbritannien auch passiert, weil, meines Erachtens, im Kern und auch weit darüber hinaus, im Kern dieser Trans-Frage, das ist ja auch schon wieder so ein Thing, ja, aber im Kern ist auch da die Frage, wer hat wie das Recht darauf, über die eigene Geschlechtlichkeit zu verfügen und wie, also weil, das hört sich schon wieder so Drama an, also was impliziert das? Impliziert das nur ein bisschen waxen und zupfen und diäten und schminken oder OP? Und das eine ist total normal, ja, als frauengelesene Menschen permanent in Hormonbehandlung, ob das die Pille oder die Menopause oder was auch immer ist und das Zupfen und das Waxen und das Schnippeln und das Schneiden und das Frisieren, ja. Aber Brust abbinden oder abmachen, oh mein Gott. Also ja, da gibt es irgendwie auch so Fragen, die verhandelt werden, wie, was impliziert die Selbstgestaltung in Bezug auf Geschlecht? Und das finden offenbar manche total empörend, irritierend, nicht nachvollziehbar und das verbindet sich, letzter Satz dazu, warum das so fundamentalistisch ist, das verbindet sich mit, ich kann mir das wirklich nur so erklären, ich finde es ja unglaublich, aber mit der Idee, Penis ist Vergewaltigung und Loch oder Vulva oder Vagina ist Verletzungsoffenheit, ist vergewaltigbar zu sein. Und das ist die Angst, die auch jetzt wieder geschürt wird. Wir sehen das in Großbritannien sehr deutlich. Ja, Männer in Frauenkleidern auf Frauentoiletten. Das ist die Hassfigur, die da sozusagen evoziert wird. Pädophile und so weiter. Also interessanterweise werden ja Transmänner nicht zu Hassobjekten. Also es betrifft ja. Ja, weil sie ja auch eigentlich Frauen sind. Ja, und das ist ja genau der Punkt. Ja, also bitte, ich meine Frauen. Ja, tun ja nichts. Was der Penis liebt dann wahrscheinlich. Ja, da gibt es ja keinen richtigen. Ja. Richtig nicht. Also, ja, das ist der Diskurs. Genau, aber das ist dann, stellen die sozusagen im Grunde genommen die ganze Trans-Existenz ja wirklich fundamental in Frage. Ja, und deswegen die Schärfe, weil, wie ich ja gerade schon sagte, es geht wirklich um Leben und Überleben. Es geht ja, das ist ja keine akademische, ästhetische Auseinandersetzung irgendwie so, sondern es geht ja wirklich um die Anerkennung als Person. Das kennen wir alle. Ja, wenn ich hier angesprochen werde als
naja, mir fallen immer nur so obszöne Begriffe ein. Also irgendwie so, ja, dann gehe ich auch hier. Ich will hier angemessen adressiert werden als Expertin, als Person, mit Respekt. Wenn ich mit bestimmten Begriffen hier bezeichnet werde, dann gehe ich. Und das ist mein Privileg. In anderen Kontexten nicht so adressiert zu werden, ist, ich schlag dich tot, du olle Transe. Ja, also es geht ja ums Leben, es geht ums Überleben. Deswegen ist es ja auch so wichtig, wie wir adressiert werden, ob da sozusagen eine Anerkennung sich realisiert als genauso ein richtiger Mensch in der Differenz wie alle anderen Differenten auch. Und das ist ja, deswegen ist diese Missachtung, dieses du bist keine richtige Frau oder kein richtiger Mann als Transfrau oder Mann, ist das ja auch so eine Art sprachliche Gewalt tatsächlich. Ist es auch das Gleiche, was hinter dem gesellschaftlichen Unwillen zu gendern steckt? Also das ist ja im Grunde, in Deutschland ist das ja die große Diskussion, muss man gendern verbieten? Das ist jetzt gerade, was im politischen Bereich überlegt wird, dass man jetzt gendern verbietet, weil das ganz was Böses ist. Muss man ja für andere Leute sagen, in Bayern vor allem. Ne? Das ist ja immer besonders. Ach, ich glaube ehrlich gesagt, das ist gar nicht so eine Riesendiskussion außerhalb bestimmter Feuilleton und so Blasen. Ich weiß nicht, ich glaube in Verwaltungen, in Beratungen, in Vereinen, in Unis oder so, wird das sehr fuzzy gemacht. Da wird irgendwie mit Unterstrich, mit Sternchen oder auch nicht gegendert. Gegendert wird ja immer, bitte lasst uns das nicht vergessen. Die ganze Pointe dieser Angelegenheit ist ja, dass immer schon gegendert wird. Jetzt gendern wir vielleicht anders mit Sternchen und Unterstrich. Ich glaube, im üblichen Alltag kommen alle mit so einer, naja, je nachdem und ich versuch's mal und wie es geht und ja, ganz gut zurecht. Aber wie bei der letzten Rechtschreibreform oder immer wieder, es geht ja in Deutschland das Abendland unter, wenn eine Kommaregel geändert wird oder das nicht mehr mit Doppel-S oder mit SZ geschrieben wird oder so. Und das ist an der Stelle auch der Fall, weil, ich weiß nicht, Dichter und Denker oder so, keine Ahnung, da scheint es irgendwie eine unglaubliche Identity Politics zu geben von Leuten, die das verhindern wollen, die sich in ihrer, ich weiß nicht, in ihrem So-Sein bedroht fühlen und naja, und es verbindet sich mal Polemik beiseite, aber darüber könnte ich jetzt ewig sagen, ich will das aber nicht so weit ausholen jetzt hier, weil vielleicht noch Fragen und Kommentare sind. Das alles verbindet sich im Moment extrem gut, weltweit, in ganz Europa auch, aber auch in anderen Ländern wie Brasilien oder so, mit enorm populistischen Momenten. Also Gender ist so ein Thema, da sagt man, das hat Brüssel über uns gebracht, das ist so ausländisch, das ist so entweder im Osteuropa sagen sie, das ist der dekadente Westen, im Westen sagen sie, das ist der totalitäre Osten und sozusagen und so kann man so projizieren, dass Gender das Ende der Freiheit, das Böse ist, das ist ein Elitenprojekt, das sind die da oben, die wollen uns verknechten hier unten, das ist wieder den Common Sense, das sind die Brüssel gesteuerten Lobbys und so. Das ist Elitenkritik, populistische Politik. Das lässt sich im Moment und seit einigen Jahren mit diesem Gender-Thema extrem gut machen. Jetzt ist die deutsche Sprache natürlich auch gerade noch ungeschickterweise schon so konstruiert, dass wir wirklich gezwungen sind, sozusagen entweder die männliche oder die weibliche Form in der Regel zu nehmen. Da haben es ja die englischsprachigen Länder leichter. Ist das auch der Grund, warum da die Diskussion so ein bisschen weiter ist oder ein bisschen relaxter geführt wird? Ich weiß nicht, ob sie relaxer geführt wird. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wohin man schaut und wen wir fragen. Also ich kenne sehr, sehr erbitterte, sehr schwierige, auch in der Form Auseinandersetzungen in dieser Schnittstelle von Aktivismus und Wissenschaft durchaus, wenn es zum Beispiel darum geht, wie gehen Zeitschriften auch im akademischen Bereich mit Texten um, weil es ist ja nicht so, dass Englisch gar nicht gendern würde oder dass es da auch keine Pronomen geben würde, he und she und they und them und so weiter. Und da wurden und werden zum Teil schon auch sehr erbitterte Auseinandersetzungen geführt und sicherlich auch noch in anderen Kontexten. Ich kenne das auch auf so einer anekdotischen Ebene von beispielsweise Eltern von Transkindern und Jugendlichen, die schon auch sehr viel Auseinandersetzung haben mit Schulen, mit befreundeten Familien, um die richtige Adressierung und also so. Ich würde das nicht so pauschal vergleichen. Ich weiß nicht, ob das hier mehr oder weniger ist.
Vielleicht mal kurz zu den Kommentaren. Es gibt einen Teilnehmer, der sich erstmal schon mal für den Hinweis auf die Mandragora-Diskussion in den Niederlanden bedankt hat, weil er auch gesagt hat, da wurde das wirklich so ein bisschen souveräner geführt. Und er meinte zu der jetzigen Diskussion, dass selbst der Deutschlandfunk seit einiger Zeit deutlich mehr gendert. Das ist sicher ein hoffnungsvolles Beispiel. Und eine Frage lese ich vor. Was mich ein bisschen verwirrt, ist, dass wir einerseits versuchen, aus Kategorien herauszukommen. Wir sind, sagen wir, alle deutsch. Andererseits stecken wir uns selbst in Kategorien der erste Schwule, der erste Schwarze. Moment, habe ich die Zeit verloren? Der erste Schwule, der erste Schwarze. Aber durch diese Kategorisierung werden immer geltende Normen und gesellschaftliche Strukturen gebrochen und infrage gestellt. Gut, eine richtige Frage ist eigentlich eher ein Kommentar. Und noch ein Kommentar. Moment, jetzt muss ich schon, endet das ein Kommentar. Ich sehe in der aktuellen Gender-Trans-Debatte eine klassische Stellvertreterdebatte. Der absolute Großteil derer, die da rumtoben, haben selbst keinerlei Bezug. Mich erinnert stark an die Paragraph 218-Debatte, die zur Überspitzung gesellschaftlicher Grundpositionen verwendet wurde. Ist es eine Stellvertreterdebatte? Ach ja, interessant. Ich glaube, das ist wieder so ein bisschen wie das, was ich vorhin versucht habe zu argumentieren mit diesem positionalen Fundamentalismus. Ich finde, alle können alles debattieren. Das ist die große Freiheit, die wir hier zu Lande auch haben, auch wenn es manchmal vielleicht etwas idealisiert oder theoretisch ist. Aber im Prinzip können und sollten wir uns alle ja, irgendwie eine Meinung, eine Haltung, ein Urteil oder eine Neugier bilden zu allen möglichen Fragen. Ich finde, alle können über 218 diskutieren, alle können über Trans diskutieren. Die Frage, wie gesagt, ist nur, wie ernst nehme ich das Thema in der jeweiligen Komplexität, Vielschichtigkeit, Geschichtlichkeit und auch in Bezug darauf, was ich noch gar nicht weiß, worum es in diesem Thema geht, wie sehr nehme ich das ernst? Ob das 218 ist, ob das Trans-Themen jetzt sind oder ne, whatever. Und ich finde, diese ganze Covid-Geschichte im Moment, die zeigt uns das ja auch. Wir müssen damit umgehen, wir müssen uns ein Urteil bilden. Ich finde auch, über Trans-Themen und Geschlechtlichkeit müssten doch alle Menschen nachdenken. Das ist sowieso interessant, das ist aber für uns alle irgendwie relevant. Und das zu tun ohne immer schon vorher zu wissen, wie ist das, was heißt das, was ist das, ich weiß Bescheid, sondern Meinungsbildung auch ernst zu nehmen als, ich weiß noch nicht, es gibt Ambivalenzen, das ist echt unklar, ich bin mir nicht sicher, ich höre zu, ich kann aber auch mitreden. So, und deswegen finde ich diese Stellvertreter, ich glaube schon auch, dass viele Diskussionen geführt werden als Stellvertretung für andere Themen, oft für so Affekte, für auch politisch relevante Sachen, die so darunter liegen. Aber ich glaube, das kann man erstmal so ernst nehmen, wie es ist. Ich würde das nicht so als Stellvertretung sehen. Mhm. Ja. Warum muss ich so das Mikro machen? Weil wir online sind. Damit die Leute im Stream auch von deiner Frage profitieren können. Hallo, ich wollte Sie an der Stelle fragen, liefern Sie mal oder versuchen Sie mal zwei Argumente zu formulieren, warum alle alles debattieren dürfen. Weil ich finde, das wäre sicher für viele hier ein echter Service, weil ich in der Szene auch tatsächlich auch oft höre, das könnt ihr nicht. Und Sie sagen ja nur, dass man soll und dass jeder das darf. Und wenn ich Sie bitten darf, formulieren Sie mal zwei Argumente, wie wir ein Warum erklären können, damit wir gemeinsam ins Gespräch kommen können, vielleicht mit diesem, warum es möglich sein muss, dass alle alles diskutieren dürfen. Das fände ich cool. Danke. Naja, das offensichtlichste Argument, glaube ich, ist so ausgenudelt und ausgelutscht und dubios manchmal in echt, weil wir in einer Demokratie leben. Und es dazu gehört, dass Themen, die uns angehen, oft wissen wir gar nicht, welche das sind. Das Trans-Thema, ich glaube, viele würden denken, das sind irgendwelche Freaks, habe ich nichts mit zu tun. Aber da kann ich ja auch wenn Sie mögen, vielleicht auch als Service sagen, warum das nicht so ist. Aber ich glaube, das können wir uns hier vielleicht denken. Anyhow, also weil alle Themen uns irgendwie was angeht, mal mehr, mal weniger. Ja? Oder weil wir idealerweise und wie Marx gesagt hat, nicht nur uns unsere Geschichte selber machen, wenn auch nicht aus freien Stücken und bewusst, wie es im Kommunistischen Manifest heißt,
sondern weil wir uns unsere Gesellschaft selber machen. Und das ist unser großes Privileg hierzulande im Vergleich hier und heute auch zu vielen Regionen der Welt. Das ist meine Geschichte. Ich komme aus einem Kontext, und das ist mein ganz konkretes Warum, ich komme aus einem Kontext politisch, den meine Familie nicht nur wegen Antisemitismus geflohen ist, sondern wegen der Androhung von Folter und Gewalt aufgrund bestimmter politischer Positionen. Ich weiß, und ich glaube, viele Leute wissen, das muss man jetzt auch nicht so dramatisch wissen, aber ja, dass so eine Demokratie das Privileg und die Pflicht, das Recht gehört, sich ein Urteil zu bilden. Das kann geschehen auf sehr viele Art und Weise. Durch Lektüre, durch Internet, durch Gespräche, durch schmerzhafte körperliche auch Erfahrungen, meistens durch alles Gemischte. Das Recht, ich weiß nicht, ob die Frage vielleicht auch darauf zielte, dieses Recht und diese Verpflichtung vielleicht auch, sich Gedanken zu machen, sich einzubringen, heißt ja nicht, dass jeder, der das tut, absolutiert ist in der eigenen Meinung. Das heißt ja nicht, dass wenn jemand sagt, wieso, ich spreche doch mit, also müsst ihr mich damit auch genau, egal was ich für vielleicht einen Quatsch von mir gebe, muss man das auch so stehen lassen. Aber wir können idealerweise uns ja versuchen, über diese Dinge zu verständigen. Das wäre eigentlich mein einziges Argument. Ich glaube schon, jetzt, je mehr ich das sage, umso, keine Ahnung, poesiealbenmäßiger komme ich mir vor. Aber ich glaube, ein besseres oder ein breiteres gibt es gar nicht, weil das Demokratie ist. Hätten Sie ein anderes oder haben Sie was anderes vermutet oder sehen Sie das nicht so? Ich habe das ein bisschen überspitzt formuliert mit der Dienstleistung, weil hier in München schon auch genau das als Knackpunkt erlebe, in der Szene, in der Community, auch beim CSD zum Beispiel. Was denn? Dass Leute sagen, das diskutiere ich nicht? Befassen, weil ihr das nicht so lebt, ja. Nicht, wie Sie sagen, die Erfahrung haben. Ja. Ja. Ich fände es cool, wenn wir einfach mehr so eine Routine bekämen, das auszutesten miteinander, oder? Ja. Wie Sie sagen, ins Gespräch zu kommen. Ja. Naja, aber ich organisiere, ich habe noch nie einen CSD organisiert. Ne? Ich habe leicht reden, also insofern, ja. Da war vorhin eine Frage und dann war nicht hier zwei. Sich selbst kolonisiert, eigene Sexualität zum Beispiel, ich hoffe, das anders ist nicht banal, aber es geht um die Sendung Princess Charming. Ich weiß nicht, ob Sie damit vertraut sind, das ist ein lesbisches Dating-Format. Trotzdem nicht. Das weltweit erste, zumindest laut Einwerbung, hier in Deutschland. Und da waren halt zwischen den Kandidaten, da war auch eine Kandidatin, die sich als nicht binär zum Beispiel bezeichnet hat, kam dann, hat die eine gesagt, für sie heißt lesbisch sein für sie ganz persönlich und konkret, dass sie Sex mit einer Frau hat, die eine Vagina oder eine Vulva hat. Ja. Für sie persönlich. Und diese andere Kandidatin, die sich als nicht binär, aber auch vor allem im Namen von anderen Freundinnen von ihr sprach, meint, das kannst du so nicht sagen, das sei transphob sozusagen. Und dann fand ich das ganz spannend, das hat sich zumindest mit den Freundinnen, ich das geschaut, da eine Diskussion entspannt, okay, ich kann jetzt sagen, ich erkenne andere Geschlechter an, finde ich voll okay, aber jetzt sagen, muss ich jetzt auch noch meine eigene Sexualität hinterfragen. Sagen, darf ich nicht mehr entscheiden, mit wem ich ins Bett gehe oder darf ich das zumindest nicht so sagen? Können Sie vielleicht dazu was sagen? Ja, also es ist immer so schwierig, was zu so einem Gespräch oder so einer Dynamik was zu sagen, die ich selber nicht gesehen habe, weil wie gesagt, ne, so Darstellungen sind ja immer schon so Interpretationen. Aber ich kann mir das, glaube ich, so vorstellen und ich halte sowas für echt ein Problem. Also zu sagen, ich finde, also mein sexuelles Glück oder so meine Routine, meine Comfort oder gerade meine Exciting Zone besteht irgendwie darin, ein Körperteil, ein Aspekt, eine Anatomie so zu haben und daraus oder zu genießen oder wie auch immer und daraus zu machen, das ist transphob, kann ich nicht nachvollziehen. Aber es kommt sehr darauf an, in welchem Kontext das gesagt wird und wer das wie sagt. Und ich kenne schon, darf ich das mal öffentlich zitieren? Aber wir streiten auch miteinander. Jan Feddersen,
ist ja jemand, der genau so eine Position in Bezug aufs Schwulsein vertritt. Das ist einfach Männer mit Schwänzen mögen. Ende Gelände, ja, alles andere geht mir weg mit eurem Queer und bla und so. Ja, fair enough. Der aber, und das jetzt stellvertretend, der würde hier auch sicher, wäre okay damit, wenn ich das so sage, wir diskutieren auch da miteinander, der macht daraus durchaus eine Art von politischer Kritik an Queer, an anderen Formen, die für sich sagen, ja, okay, mach du mal deins, ja, aber es gibt auch andere Formen, es gibt anderes, es gibt andere Geschlechtlichkeiten, es gibt ja, den lesbischen Phallus, finden ja manchmal, manche den Gipfel der Unverständlichkeit, ist ein Text von Judith Butler, finden ja manche den Gipfel der Lächerlichkeit, ja, die Behauptung sozusagen auch, Cis-Frauen oder so miteinander, phallische Sexualität, also so. Also daraus zu machen, das sind die Freaks, das sind die Uneigentlichen, das ist falsch und schwul ist im Kern nur das und nur das ist richtig und alles andere ist politisch falsch und schädlich und toxisch und so, das wiederum halte ich für ein Problem. Also anders gesagt, und das kennen wir aus allen Formen, zu sagen, ich esse wahnsinnig gerne Tomaten, zu sagen, alle müssen Tomaten lieben, ist ja Quatsch. Oder ich hasse Mayonnaise. Jeder, der Mayonnaise macht, ist irgendwie mein Feind oder so. Das ist ja Quatsch. Und ich glaube, das ist da so ähnlich. Allerdings die Linie zwischen wer sagt was wie ist fein. Und ich verstehe manchmal in Kontexten auch, dass Leute sagen, ja, das kommt ja so lieb daher und so individuell und das ist halt my choice und my taste, ja, die Frau, die muss da unten rum so sein oder so. Und ich glaube, das ist nicht immer paranoid zu hören, du bist nicht eigentlich, du bist nicht richtig, als Transperson, ne, oder Non-Binary oder so Person, du bist nicht eigentlich richtig, du bist nicht normal, du bist nicht vorgesehen, du bist nicht gut, du bist nicht richtig. Das kann ich schon nachvollziehen. Also insofern ist es, würde ich kurzum auf Ihre Frage sagen, weiß ich nicht, pauschal, kommt sehr drauf an. Und ich glaube, das wird genau auch verhandelt. Das ist die Chance, die Gelegenheit, die wir im Moment auch haben, das mit mehr Sichtbarkeit und mehr Aufmerksamkeit für die Varianten zu diskutieren. Darf ich an der Stelle ein Unbehagen selber formulieren oder wollen wir lieber noch Fragen sammeln? Nee, Entschuldigung. Ja, ich glaube nämlich wirklich, und ich habe darüber gar nicht gesprochen und bisher ist es nicht angesprochen worden, ich finde, in bestimmten Formen der öffentlichen oder auch medialen Inszenierung, wir haben ja FilmexpertInnen hier auch oder so, Transfilme im Moment zum Beispiel, I Got Life, Surais, Töchter oder so, darin wird inszeniert eine bestimmte Form von Transsein, das extrem binär ist, das extrem abhebt auf die OP, die Transition realisiert, auf das ganz reine Entweder-Oder. Ich finde das alles gut oder egal, ja, verständlich, nachvollziehbar. Ich glaube aber schon, und das ist mein Unbehagen mit diesem Diskurs im Moment, dass es eine gewisse Gefahr, das klingt schon wieder so, dass es im Effekt manchmal wirklich dazu führt, dass vor allem die Form von Mischungen, männlichen, Weiblichkeiten, Mischungen, die es auch historisch gibt und die historisch auch immer wieder sehr verunsichtbart wurden oder nicht so verfügbar sind, dass die im Moment auch wirklich nochmal überschattet werden von so einem bestimmten, sehr binären, entweder oder sehr biologistischen, essentialistischen Trans-Framing, der, ich glaube, gar nicht die Gänze des Aktivismus abbildet, aber der medial sehr stark so funktioniert. Und das finde ich ganz schwer anzusprechen im politischen, subkulturellen und anderen Konstellationen, auch in privaten, mit Eltern von Trans-Jugendlichen, die wirklich da auch echt verunsichert sind, ja, und oder Menschen oder so, das. Und das würde ich ganz kurz, ich würde das niemandem sagen, die Transbewegung ist schuld oder so, das ist völlig abwegig. Aber trotzdem haben Bewegungen diese Ambivalenzen und bringen sie mit hervor. Und mich macht das unbehaglich, aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so schlimm finde. So. Was ich nur noch, nur dass es sich sozusagen bei der Transphobie nicht so an den Lesben festbeißt, wir hatten hier auch in diesem Raum schon vor einiger Zeit eine Diskussion, ob Transmänner, gerade Transmänner, die noch keinen Penoid haben, sondern noch eine Vagina haben, dürfen die ins Underground? Also dürfen die in einen offenen, schwulen
Sexort gehen, wo schwule Männer miteinander Sex machen. Ist es okay oder ist es nicht okay? Und da gab es einfach bei den Nutzern dieses Ortes Irritationen, sage ich mal. Also die waren halt dann irgendwie, dass sie im Darkroom dann irgendwie festgestellt haben, da ist was nicht so, wie sie es erwarten. Und die Diskussion hat dann dazu geführt, dass man natürlich offiziell dann auch gesagt hat, natürlich klar, in das Underground dürfen Transmänner natürlich rein und sie werden natürlich keine Genitalkontrolle machen. Es gab auch dann Versuche, dass man sagt, ja, also wenn die Personenstandsänderung im Pass durch ist, dann geht es vielleicht und wenn noch nicht, wird es schwierig. Also es gibt also an der Linie, wenn es sozusagen um die eigenen sexuellen Präferenzen geht, dann ist es manchmal schon so ein bisschen schwierig mit der Toleranz und Akzeptanz. Also nur Räume sind immer schwierig. Ja. Immer, immer, immer. Und egal was, nur Räume werden irgendwann von ihrer inneren Pluralität, von ihren inneren Differenzen eingeholt. Ja. Such is politics. Ja. Und es ist auch vielleicht gut so, aber es ist auch sehr schmerzhaft vielleicht so. Also ich fand das Ergebnis dann auch gut, dass ich dann gesagt habe, also natürlich ist es für Transmänner offen und dann muss sich halt dann der Einzelne, der halt dann einfach eine Irritation hat, mit dieser Irritation halt schauen, wie er damit klarkommt, finde ich auch gut und ich denke nicht, dass das zu einem dauerhaften Schaden von irgendjemandem führt, aber ich wollte es nur so sagen, nicht, dass nur die Lesben da sozusagen eine schwierige Position einnehmen. Aber da waren noch zwei Fragen. Sie hatten vorhin gesagt, Urteil bilden. Urteilen ist ja im Prinzip auch verurteilen. Urteilen ist ja im Prinzip auch verurteilen und damit landet man halt relativ schnell in irgendeiner Schublade, beziehungsweise muss dann halt gegen dieses Urteil irgendwo ankämpfen. Und da würde ich den Terminus Meinung bilden durch geeignete Informationsquellen eigentlich bevorzugen, weil einfach so von der Historie ja der Mann als wie Sie auch vorhin sagten, ebenso als das gewalttätige Wesen ständig irgendwo dargestellt wird. Und das ist im schwulen Fall oder beziehungsweise bei den Schwulen landet man da auch schnell in einer Schublade drin, wo man eigentlich nicht so richtig wirklich rein möchte. Und dieses Bild eben auch, du bist nicht okay, weil du nicht meinem Bild von dir entsprichst, ja, was irgendwo gesellschaftlich oder vielleicht sogar kirchlich als Ursache hat, als Mann, auch als Transmann. Hier gesagt wurde, ja, ein Transmann wird im Underground akzeptiert. Ja, dasselbe als Transfrau in der UK. Debatte, da ist dann die Angst vor der männlichen Gewalt und der Perversion dabei. Ja. Und vielleicht ist es auch so dieses Familie schützen, die Angst vor der Gewalt und auch das unterschiedliche Jagen. Ja. Also bei Lesben habe ich das so mitgekriegt, das ist etwas anders. Jagen? Ja, also... Okay. Beute machen. Ja. Und bei Männern ist es halt so, ja gut, okay, wir finden den beide gut, findet uns beide auch gut und dann ist es auch in Ordnung. Ja, bei Lesben ist es dann doch eher, also habe ich so mitgekriegt. Das ist aber ein starkes Urteil, oder? Schon, ja. Also das ist nur ein Erfahrungswert. Ach so. Genau. Also letzteres lasse ich mal so stehen. Ich glaube, dass weder die Lesben noch die Schwulen noch die Männer oder so sind, weder in ihrem Jagen noch in ihrem anderen So-Sein. Aber der Hinweis, vielen Dank, also auf das Urteilen, wo vielleicht doch die Sonne da so scheint, was auch immer da sozusagen für bizarre Ideen mit Natur verbunden werden, die angeblich in sich homogene, einheitliche, klare Kategorien machen. Also das ist so eine Art autoritäre Haltung zur Welt. Warum, weiß ich nicht, aber die gibt es. Die gibt es immer wieder und die treibt uns als Gesellschaft, als Menschheit schon sehr lange politisch immer wieder um. Es gibt immer wieder Phasen, historisch, an unterschiedlichen Orten der Welt, die
so davon geprägt sind, dass sie versuchen, eine ganz eindeutige Ordnung zu schaffen. Eine soziale Ordnung, die ganz klar sortiert zwischen wir und denen, zwischen Guten und Bösen, zwischen Männlichen und Weiblichen und so weiter. Das ist eine Art Autorität, Fixierung, Reinheitsgebot. Damit lässt sich eben auch sehr gut politisch regieren. Damit lässt sich, wenn es gelingt, Herrschaft auf eine gewisse Zeit auch stabilisieren. Aber wie im Underground oder sonst wo oder in der zweiten Frauenbewegung oder so. Oder wie Sigmund Baumann, ein Soziologe, gesagt hat, irgendwann kommt das Unkraut in Anführungszeichen in die gezogenen Beete, in den schönen ordentlichen Garten oder so. Und der ist nicht auszumerzen. Das ist wirklich eine sehr interessante Metapher, die der Soziologe gewählt hat, im Lichte auch des Nationalsozialismus, der gesagt hat, die Moderne besteht darin, dass sie immer versucht, Gärten zu machen. Schön ordentliche, klare Beete und so. Bis hin zur sozusagen Vernichtung von Unkraut in den Lagern. Aber dieses Unkraut wächst halt immer wieder wild nach. Also insofern ist das auch nicht so stabil, wie es scheint. Warum das so ist, I don't know. Weiß ich nicht. Manche haben dafür eine psychologische Erklärung und sagen, Menschen brauchen das. Ich weiß es nicht. Ich für unsere Gegenwart würde einfach empirisch, kleinteilig sagen, weil die Idee, dass sich die Welt kontrollieren lässt, ich mich kontrollieren lasse, ich andere kontrollieren kann, also im Sinne von souverän, autonom zu sein, mich also die Kontrolle immer zu haben, das ist bedroht, wenn ich für mich und für andere eingestehen muss, die Dinge sind unklar, sie sind mir oft gar nicht so zugänglich, das ist gar nicht so verfügbar. Ich werde von mir selber überrascht, mein Körper macht Sachen mit mir, denen ich ausgeliefert bin, da geschehen mir Dinge. Das ist der Horror unserer Gegenwart, dieser Kontrollverlust auch in Bezug auf sich selber. Und das hat viel mit Ökonomie und so zu tun. Warum und wie lange und so, I don't know. Aber ich glaube, dass dieser, also bestimmte Wahrnehmung von Transpolitik sehr auch damit zu tun haben, dass da Menschen sagen, ich entscheide allein für mich. Und da gibt es so ein Unbehagen. So. Darf ich nur ganz schnell noch zwei Kommentare, die schon länger gestrungen sind, doch mal zurück zu diesen Transfilmen. Ein Kommentar bezüglich dieser Transfilme, teile ich dieses Unbehagen ausgesprochen. Ich sehe da eine ausgesprochen konservative Geschlechtsidentitätsdarstellung, aber was ist der Weg raus? Wie könnte denn eine tatsächlich selbstbestimmte Transsexualität und Transidentitätsdarstellung in den Medien aussehen? Oder anders, wie kann es die Community sinnvoll selbst umsetzen, um eben dieses binär-konservative Bild als heiliges Endziel zu vermeiden? Und dann gab es, vielleicht merken Sie kurz Ihre Antwort, dann gab es noch mal einen Kommentar von einem Leser. Vielleicht müssen wir uns überhaupt von dem Mann-Frau-Dualismus als Maß für alles verabschieden. Die Biologie ist da schon ein Stück weiter und sieht die Geschlechtlichkeit als ein Spektrum mit zwei Peaks. Man kann eine Schublade Mensch machen oder zwei Mann-Frau, aber genauer man hinschaut, desto mehr Abstufung gibt es eigentlich. Hm. Ja, auf die erste Frage habe ich gar keine Antwort. Das konnte ich mir sehr leicht merken. Insofern, ich glaube, da also bin ich auch wirklich die Falsche. Also ich bin ja selber nicht in Transaktivismus. Und da würde ich wirklich sagen, ich weiß zu wenig, es ist zu wenig meine Erfahrung oder so. Und ich versuche sozusagen auf die Komplexitäten hinzuweisen und finde, dass einfach viel mehr Stimmen und viel mehr Erfahrungen und so und viel mehr aktivistische Stimmen viel mehr sichtbar sein sollten. Und ich glaube nicht, dass mir das gut gelingt, das zu machen. Das ist wirklich ernsthaft selbstkritisch auch gemeint. Aber da bin ich sicher nicht die Richtige, um darauf zu antworten. Aber ich teile sozusagen diesen Move zu sagen, ja, es sozusagen wäre so wichtig, auch diese ganze Palette, diese Nuancen, das Changieren und so sichtbar zu machen. Es ist aber nicht ganz neu. Also es gab auch wirklich in den letzten Jahren und Jahrzehnten die sozusagen Butch-Trans-Border-Wars und die Sex-Wars in den 80ern und so. Also das sind so Themen, die immer wieder kommen. Und gerade in Bezug auf Weiblichkeiten oder so ist die Bühne gesellschaftlich, medial, glaube ich, weiterhin immer noch sehr, sehr klein. Aber auch in Bezug auf Männlichkeiten. Und ja, da kann ich nur an uns alle appellieren, da mehr Sichtbarkeiten zu schaffen. Und wie das genau geht, weiß ich jetzt nicht. Der zweite Hinweis ja mit der Biologie. Ja, ich glaube ich auch, da streiten andere wiederum. Anders gesagt, auch die Biologie ist nicht
die Autorität, die uns sagen wird, so ist es und nur so und ganz klar. Also auch die Biologie als Wissenschaft sagt nicht ganz klar non-binary oder so. Nein, das ist, niemand sagt ganz klar auf jeden Fall so. Ja, das ist auch, da gibt es auch, nicht ganz so Meinungen wie im Politischen, aber da gibt es auch viele verschiedene Einsichten und Forschung. Ich würde das grundsätzlich teilen, aber da auch nicht die Heilserwartung in der Biologie da suchen. Aber vielleicht muss ich ja so ein bisschen die Sichtweise durchsetzen, dass Männlichkeit und Weiblichkeit nicht zwei Extreme von einer Dimension sind, sondern vielleicht zwei unabhängige Dimensionen, die irgendwie unabhängig zueinander stehen. Das heißt, dass jeder Mensch, jeder Mann, jede Frau, jede non-binäre Person die Möglichkeit hat, auf diesem Verhaltensspektrum sehr männlich und sehr weiblich gleichzeitig zu sein oder wenig männlich und wenig weiblich auch gleichzeitig. Ich denke, das ist vielleicht eine Aufgabe für die Gesamtgesellschaft und nicht nur für Leute, die trans sind oder non-binär, sondern ich glaube, dass wir alle ein größeres Spektrum hätten, Geschlechtlichkeiten zu zeigen und differenzierter zu zeigen. Aber da hinten waren doch schon länger eine Wortmeldung. Ich hätte mal zwei Anfängerfragen, weil das würde mich jetzt auch für mich selber interessieren. Frage Nummer eins, das konnte ich jetzt nicht ganz erfassen, weil ich so auf die Inhalte geachtet habe, aber was wäre denn oder was ist denn so der aktuelle Strom für das Gendern im Sprachgebrauch? Also gibt es da aktuell eine richtige oder eine falsche Form, wie man da aktuell eben mit seinen Mitmenschen am besten kommuniziert, sowohl mündlich wie auch schriftlich? Und die zweite Frage wäre, ein bisschen Richtung Social Media gesehen, aber natürlich auch im allgemeinen Sprachgebrauch, ich will jetzt nicht sagen neuerdings, ist ja schon länger, aber mir ist es erst neuerdings bewusst geworden, dass es ja auch diese Debatte mit den Pronomen gibt und he, she, they, them und auch auf Deutsch er, sie und so weiter. Und da wäre meine zweite Frage, ist es sinnvoll, diese Transsichtbarkeit oder wird die Transsichtbarkeit wirklich unterstützt, wenn man das auch für sich selber mitnimmt und das in eigenen Social-Media-Kanälen zum Beispiel visualisiert und oder ist das eher ein Hype aus Ihrer Sicht, dass man sagt, das ist eher, ja, wobei ich die Frage auch nicht beantworten kann für mich selber, wie wenn jemand mit einer Regenbogenfahne rumhängt. Das ist ja eigentlich auch schon förderlich. Also das wären jetzt so zwei Sachen, die mich für mich selber auch wo ich so ein bisschen noch. Also ich kann das ja schon gar nicht überhaupt beantworten. Ich meine, das ist ja genau im Sinne der Urteils- oder Meinungsbildung und der demokratischen Selbstverpflichtung. Es zählt sozusagen an der Stelle mein Urteil genauso viel wie ihr Urteil. Ich wäre ja gespannt, was Sie selber da für eine Position haben. Ich finde schon das Argument plausibel, dass Leute sagen, auf Twitter zum Beispiel, ich schreibe meine von mir gewünschten oder benutzten oder meine Pronomina hin oder wie ich adressiert werden möchte, um nicht das nur denen zu überlassen, die ausgeschlossen sind vom normalen, unmarkierten Geschehen. Ja, also ich persönlich bin tatsächlich völlig okay mit Sie, aber diese Ungebrochenheit, dieses Nicht-Reflektieren darauf, dieses Nicht-Nachdenken, dieses Nicht-Markieren ist eben ein bestimmtes Privileg, wenn man so will, oder eine bestimmte einfache Form, die all diejenigen, für die das gesellschaftlich bedingt ein Problem ist, alleine damit lässt. Und ich finde sehr plausibel zu sagen, wenn wir das alle tun, dann normalisiert sich, und zwar nicht nur für die Transmenschen, die da immer so exotisiert oder so besondert werden oder so, sondern normalisiert sich das Nachdenken über Pronomen. Und das, würde ich schon sagen, ist irgendwie ein gesellschaftlicher Fortschritt, was auch immer dann sozusagen daraus wird. Also wenn das respektvoll und demokratisch und in der ethischen Verpflichtung geschieht. Also insofern, ja, glaube ich schon. Ob das auch ein Hype ist, klar. Also Rainbow, ne, Pride-Fahnen sind auch ein Mega-Hype. Und was das bedeutet im Vergleich zu denen, die da vielleicht eine politischere Haltung, eine kritische, herrschaftskritische, keine Ahnung dazu haben, ja, das bleibt immer so eine Spannung. Die Frage nach dem richtigen Gendern kann auch ich nicht wirklich beantworten. Ich bin sowieso total überrascht davon, was für ein Thema das geworden ist. Ich bin in diesem Geschäft ja mit dem Gender Study schon echt ein bisschen länger, noch nie damit irgendwie mich wirklich beschäftigt, aber nun ist es irgendwie das Ding und auch warum nicht. Ich glaube, zunächst mal, wenn es geht, ist das Beste immer, wenn es nicht klar ist oder so, zu fragen. Ich verstehe nicht, dass Leute sich so schwer damit tun, also sie meine ich jetzt gar nicht, ne, aber immer wieder
zu fragen, ey, ich bin unsicher, ich weiß nicht, soll ich ein bestimmtes Pronomen verwenden oder gibt es da irgendwas? Und ansonsten darauf zu achten, aber auch darauf zu achten, was pragmatisch irgendwie in welchem Kontext auch immer okay ist. Und ich glaube, es hängt extrem vom Kontext ab. Es gibt Leute, mit denen kann ich super lustige Witze machen, die in anderen Kontexten maximal unmöglich wären, weil zutiefst antisemitisch oder sexistisch. Und ich glaube, so ähnlich ist es mit Pronomen auch. Also wenn es ein bestimmter Kontext ist, wo ich darauf aufmerksam machen möchte, dass das ein Thema ist und so weiter, dann werde ich ganz viel Sternchen unterstrich, das wären die Varianten oder Doppelpunkt. Aber das ist immer auch wirklich eine technische Frage, was ist auch im Sinne von leichter Sprache oder barrierefrei besser lesbar benutzen. Wenn ich in einem Raum voller Leute bin, von denen ich weiß, die sind schon seit Jahren mit dem Sternchen zugange und die sind noch sehr viel weiter, dann weiß ich nicht, können wir auch andere Formen oder so finden. Also es ist sehr abhängig vom Kontext. Ja, ich habe schon gesehen, dass es vielleicht noch die eine oder andere Frage gibt, aber vielleicht kann man das eine oder andere ja auch hier im Sub noch im Café etc. dann noch besprechen. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle miteinander noch über diese Themen reden wollen würdet. Erstmal vielen Dank natürlich für den wunderbaren Abend, den Vortrag und die schöne Diskussion. Ja, vielen Dank für die tolle Diskussion, genau. Und noch ein kleiner Ausblick auf das Thema des nächsten Monats. Das ist am 14. Dezember, wie immer, zweiter Dienstag im Monat, von Dr. Sebastian Noé, Internist und Endokrinologe. Ein Thema, was so ein bisschen an unseres Rand schließt, aber von einer ganz anderen Seite kommt, nämlich immer die Hormone, wie selbstbestimmt ist unser Geschlecht. Da schauen wir uns an, was die Hormone und das Geschlecht miteinander zu tun haben und wie bestimmt man dann wirklich ist oder eben auch nicht ist. Ich hoffe, dass ihr dabei seid. Ich bedanke mich nochmal für den schönen Abend. Ich bedanke mich bei der Regenbogenstiftung, die diesen Abend möglich gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr einen interessanten Abend hattet, noch hier bleibt und der Männerakademie gewogen bleibt und habt eine schöne Nacht und kommt gut heim. Vielen Dank.